4. Soll das mir sagen, alles auf die 4? Ich schätze mal, das unterste dürfte wahrscheinlich 1 sein. Und ist das jetzt gerade 3? Dann ist das 4. Ups. Na? Nope. Auch nicht. Ja, was denn dann? Jetzt habe ich ein Problem. Was soll ich machen hier? Haben wir irgendwas in der Umgebung? Sieht nicht so danach aus. Haben wir irgendwas da vorne? Nope. Haben wir irgendwo einen Hinweis hier? Das ist ja jetzt echt schön. Oder findet man die Hinweise irgendwo anders? Ich habe keinen Plan. Warte mal, bei diesem Le Prophecy oder wie auch immer das da hieß, da waren ja auch 5 Streifenrote. Aber ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist. Ja, aber selbst wenn, was ist das für ein Hinweis? Die waren alle gleich lang. Und das hier sind ja noch nicht mal 5, das sind 3. Und ich habe ja schon alle voll gemacht, also... Hm. Auf einer Seite würde ich nachgucken, im Internet, aber auf der anderen Seite... Ich habe keine Lust zu suchen. Und ich denke mal, das hier dürfte noch nicht so wichtig sein, weil, wie gesagt, ich müsste wahrscheinlich erstmal die ganzen Bosse besiegen, damit ich zu den jeweiligen Pumpenräumen komme. Damit ich irgendwas beenden hier kann. Und ich könnte jetzt auch einfach Brute Forcen, aber das macht keinen Sinn. Ja, ich meine, du kannst einfach nicht sehen, ob jetzt irgendwas richtig ist, von daher... Ja, macht keinen Sinn, glaube ich, hier weiterzumachen. Und wie gesagt, ich glaube, hier war nichts irgendwie in der Umgebung, was jetzt einen verraten könnte, was man hier machen soll. Ups, falscher Knopf. Oder war irgendwas in den Räumen hier, wo die Dingensbums-Typen da gefangen waren? Diese Reinformen? Glaub nicht, ne? Oder hier? Ne, ich sehe nichts Auffälliges. In diesen Räumen habe ich schon mal nichts gesehen. Ist auch nichts Auffälliges und hier... Auch nicht. Und das Haus von diesem komischen Freak tue ich nicht nochmal durchsuchen. Ne, lass mal. Ah, ja, keine Ahnung. Dann verziehe ich mich erstmal hier wieder. Ich verziehe mich erstmal hier wieder und gehe hier
zu der Kathedrale der Schmerzen und besuch mal die ganzen Typen. Wobei, mir fehlt ja immer noch ein Wunschspreizer, aber... Ich kann ein paar Typen erledigen, von daher. Ist ja auch schon mal was, ne? Ey, lass mich in Ruhe, ich bin gerade mein Mikrofon am Richten gewesen, ja? Kann ich da auch rein? Kann ich, okay. Welcher von den Typen ist das? Taschen, Hannibal Lecter. Bist du irgendwo auf irgendeinem Bild drauf? Ach, okay, das bist du. Dr. Viktor Karl Batrachian. Okay, du bist der... Wie nennt man dich? Im Mörderfachkreisen? Oder so ähnlich? Ach, warte mal, das steht doch ganz am Anfang, genau. Echsenkönig, okay. Dein Name oder dein Spitzname ist der Echsenkönig. Deinen Text lese ich diesmal nicht, weil... Diesmal habe ich ja hier kein Geheimnis oder so vor mir. Hoffe ich doch zumindest mal. Schließlich muss ich ja jetzt nicht wie blöde irgendwas suchen. Na dann, schön die Frischluft da reinlassen. Was ist das denn? Das wollte ich auch gerade fragen. Sind das... Ne, das sind keine Polizisten. Das ist aber ein Polizist, glaube ich, oder? I don't know. Auf jeden Fall fehlt dem der Kopf. Das ist das Asyl. Keine Ahnung, was das ist. Fernseherrauschen? I don't know. I don't know. Zahnräder. Oh, das ist doch dieses komische Ding hier, was ich hier habe. Dieser Akkumulator, oder wie der Ding hieß. Wo exacto mundo bin ich hier? Ist das ein Gefängnis? Ich glaube, das ist ein Gefängnis. Oh, ist der... Diese... Ist der Typ deutsch oder so? Was? Kopflose Zombies? Wie soll ich die denn töten, bitte? Ist der Typ deutsch oder warum hat er so eine komische Aussprache? Geburtsort Genf, Schweiz. Okay, ja, komm, gut, gut. Kommt hin. Hans, geht's dir Flammenwerfer? Yeah. Die stehen auch gleich alle auf, wa? Ja. Oh, der hat eine Knarre. Das ist ein Albtraum. Der hat nicht nur einfach nur eine Knarre, der hat eine Shotgun. Wo nur ein Geschoss rauskommt? Was habt ihr denn für eine Shotgun? Ich kenne nur eine Shotgun, die nur einen einzigen Schuss abschießt. Und das ist in Destiny 2. Nennt sich The Chaperone. Oder so ähnlich. Oder? Hieß der so? Ja, ich glaube ja. Wo ist denn das? Oh, warte mal. Ach, ich habe noch gar keinen Ort hier freigeschaltet, okay. Hoppla. Hoppla. Ich bin in den Hofbereich gekommen. Oh, und da ist ein Hubschrauber, der außergewöhnlich klein ist und mich erschießen möchte. Da, hoppla. Schlechter Tag gehabt. Das ist aber wirklich klein.
bin echt krasser Widersacher. Baller mit irgendwelchen komischen Seelen auf einen Helikopter und mache permanent auf mich aufmerksam, indem ich in meiner rechten Hand einen Taschenlampe habe. What the fuck war das gerade für ein Feuerball? Ich hab's. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Ich muss es öffnen. Wahrscheinlich von der anderen Seite, so wie das aussieht. Kann ich hier hochklettern? Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Warum ist der Typ eigentlich der Echsenkönig? Steht bestimmt hier in dem komischen Text bestimmt drin, oder? Ja, aber warum willst du der Echsenkönig sein? Echsenkönig hört sich irgendwie so ziemlich uninteressant an. Also, kann ich da raus? Ich muss es öffnen. Da oben ist ein Gitter, da ist ein Gitter, beide kann ich nicht öffnen. Da ist nichts in dem Wachraum. Dann wohl wieder zurück. Warum ist denn da eine Zelle offen? Oh. Klar, mal eben in so einem Gefängniszelle hast du drei dieser komischen Fässer da stehen. Warum stehen da drei Fässer? Was hat der Gefangene mit den drei Fässern gemacht? War die Toilette verstopft und hat dann die Fässer als Toilette benutzt oder wie? Oder was? Wieder ein Außenhof. Oder Innenhof. Whatever. Ist das ein Knopf? Oh, das ist, glaube ich, der eine Raum. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Ja, ein Schalter mit einer blutigen Hand dran. Hä? Oh. Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Scheiß jetzt? Sag mal, kann die Kamera mal ein bisschen weiter runtergehen? Ich habe die Schlüsselkarte gefunden. Aber statt einfach nur die Schlüsselkarte zu nehmen, nehme ich auch gleichzeitig die Hand, die noch dran klebt. Why? Warum nehme ich die Hand mit? Reicht die Schlüsselkarte nicht aus? What the? Warum nimmst du die Hand mit, Junge? Weißt du, sagt gerade der Typ, weißt du, der irgendwo in einem... Ne, Quatsch, nicht sagt der Typ. Weißt du, ich spiele einen Typen, der in einen Raum reinkommt, wo scheinbar Vogelhäuser aus Haut zusammengebaut worden sind und irgendwelche Fleischklumpen in der Nähe sind. Und dann, oh Gott, sagt. Aber nimmt dann quasi hier eine blutige, abgetrennte Hand mit. Nur um dann sagen zu können, ja, ich habe aber die Schlüsselkarte benötigt. Ich brauchte die. Ja, aber warum brauchst du die verdammte Hand? Ich meine, der Wachmann, der kann dir bestimmt nicht zur Hand gehen, selbst wenn du die Hand da mitnimmst. Michael hat es wirklich mit dem aus nächster Nähe schießen.
Komische Zeichnung. Sind hier oben echt nur Zellen? Hier oben sind echt nur Zellen, oh, okay. Ja, wo soll ich jetzt die Schlüsselkarte benutzen? Wahrscheinlich in diesen einen Raum, aber in diesen einen Raum kann ich ja, glaube ich, gerade noch gar nicht rein, weil Gitter zu. Kann ich das? Ach nee, hier war wahrscheinlich ein Schloss dran, aber das ist schon weg. Und Tür kann ich trotzdem nicht aufmachen, weil soll ich gar nicht rausgehen. Ich schätze mal, das hier ist wohl... Keine Ahnung, Kantine oder so ähnlich? Warte mal, dann kann ich doch eigentlich nur jetzt in diese Richtung laufen, wo die Gitter waren. Verschlossenen. Kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich da irgendwie rein kann und dann... Nee, geht ja nicht. Meine ich ja. Und ich kann leider nicht sehen, wo es da reingeht. Auf jeden Fall irgendwo links. Hm. Da oben war nichts, ne? Ich muss es öffnen. Wo ist der Typ eigentlich, dass der überall genau gleich laut ist? Da hieß ja gar nichts. Hier ist nur eine dämliche Lampe, die leuchtet. Pff. Wow. Nee, warte mal, von da bin ich gekommen. Und das war der andere Bereich, wo ich die Karte... Nee, Quatsch, nee. Hier ist auch wieder dicht. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Warum sind das alles elektrische Tore? Kann ich einer einfach einen Schlüssel haben oder kann Shadow Man nicht einfach die Türen aufschießen? Ich meine, müsste doch auch funktionieren, oder nicht? Ja, das ist schön, dass du der Echsenkönig bist und ich bin Hans mit dem Flammenwerfer. War da oben... Nein, das war nix. Da oben war gerade nichts. Dachte, da wäre irgendwas, aber das war nur ein bisschen Clipping. Konnte durch die Wand gucken auf einmal. Oder... Nein, warte mal, ich soll das Ding doch nicht benutzen, oder? Oh, okay. Ich dachte, das Ding wäre kaputt oder so. Oder wäre schon betätigt worden und ich habe einfach nur den Arm jetzt finden können. Aber okay. Ey, jedes Mal dasselbe, ne? Jedes Mal dasselbe. Ich denke, hey, ich habe was gefunden. Jetzt kann ich weiter. Oh, verdammt, wo geht's denn jetzt hier weiter? Vielleicht, indem du einfach mal da was machst, wo du das Teil gefunden hast, womit du weitermachen könntest? Wie in dem Fall, benutzt die Schlüsselkarte da, wo das gerade noch drin steckte. In der Hoffnung, dass du dann vielleicht irgendwelche Gitter hier öffnest. Der steht gleich auf. Sag ich ja. Hat der eine jetzt so deswegen so viel ausgehalten, weil der gerade in seiner Auferstehungsanimation drin war? Oder wie, oder was? Welches Gitter habe ich jetzt nicht... Ah, okay, warte mal, das eine, glaube ich, da hinten. War das hier? Ja, das war hier. Klar, jetzt stehen sie schon wieder auf. Moinsen, Angels Soul.
Ich hab's. Sporthalle. Und da schießen auch, da stehen auch schon die ersten. Ziele für die Schießübung auf? Gibt's sowas wie Schießsport? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, im Biathlon oder so ähnlich, da gibt's doch Dingens hier, wo man auf Ziele schießen muss. Oder war das im Triathlon? Ach, keine Ahnung. Ich habe mit so viel mit Sport habe ich so viel am Hut wie ein Veganer mit Fleisch. Nämlich gar keine. Sieht ein bisschen aus wie ein Monitor. Was zum Geier ist das denn hier? Generatoren? Ein bisschen random platziert irgendwie diese Generatoren. Und was ist das hier? Ist das jetzt hier? Okay, das sind hier die Duschen. Hier sind die Duschen und direkt daneben die Generatoren. Ist das nicht irgendwie ein bisschen unsicher? Ich meine, so ein Gefangener könnte doch einfach mal eben so einen Generator manipulieren. In einem unbeobachteten Moment. Und wenn dann die ganzen Lichter hier ausgehen, dann sind die Zellen offen. Bin ich hier schon gewesen? Nee, glaub nicht. Blödes Gitter. Warum sind die ganzen Monitore hier eigentlich kaputt? Ach so, meine Hand. Wo ist die Hand? Da ist die Hand. Warum hast du eigentlich die Hand mitgenommen, ey? Du brauchst doch nur die Schlüsselkarte, nicht gleich die ganze Hand da dran. Das ist doch kein Fingerabdruck hier, den du benötigst. Na, ich knall lieber auch ab, bevor der mir hinterherlatscht. Aber was für Tore habe ich jetzt geöffnet? Ich habe keinen Plan. Irgendwo habe ich irgendwas geöffnet. Ich weiß aber nicht genau was. Ich glaube, die brauche ich wohl wirklich nicht anschießen, wenn die gerade in ihrer Reanimationsphase drin stecken. Beziehungsweise Animation. Okay, ich bin im Kreis gelaufen? Dann muss ich wohl wieder raus. Ich habe das blöde Gefühl, wenn ich die alle da am Leben lasse, habe ich gleich eine ganze Armee hinter mir am Kleben. War das Gitter hier auch schon offen? Ich weiß gar nicht mehr. Scheinbar wohl nicht. Oh, noch ein Heli. Scheiße. Thank you.
Wer ist da eigentlich drinnen? Hi, wo kommt der denn her? Ist da eigentlich ein Polizist oder so drinne? Und der denkt, ich wäre einer der Gefangenen? Oder einer dieser Zombies? Flugverbotszone, ja, okay. Wait. Schieße alle Hubschrauber im Gardell County Gefängnis in Texas ab. Die musste ich noch nicht mal zerstören. Die konnte ich auch genauso gut einfach da rumfliegen lassen und mich permanent anschießen lassen. Wie dumm ist das denn? Das wäre aber wirklich selten dämlich, wenn man das machen würde. Was haben wir hier? Okay, komm so hoch, gut. Da hinten ist aber, glaube ich, gerade wieder ein Gitter dazu ist. Aber komme ich irgendwie andersrum rein? Ja, komme ich andersrum rein, gut. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Oh hey, ich habe endlich eine andere Knarre gefunden. Yay! Und das, obwohl die ungefähr 20.000 rumfliegen. MP909. Warum nicht 404? Und wo kriege ich die Munition für das Ding her? Keine Ahnung, oh, die ist leer. Ja, kurzes Vergnügen. Die Knarre ist scheiße. Ganze Magazin verschossen, nur um einen von den Typen da zu besiegen. Die Knarre ist zwar relativ langweilig, aber hey, dafür bekomme ich Gesundheit und ich kann sie unendlich lang oft benutzen. Kann ich ihn mitnehmen? Naja, scheinbar wohl nicht. Ich hab's. Oh, ich hab Munition gefunden. Oh. Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Munition im Spiel, was? Na, brauche ich die Hand hier wieder? Genau. Na, dann klatsche ich doch mal meine alle Hand da mal eben rein. Oh, stimmt, genau. Ich wollte ja mal ausprobieren, was das hier eigentlich macht. Kann mal irgendjemand von euch Idioten auferstehen? Oh, ich glaube, das ist die Kantine. Oder nicht Kantine, sondern eher Unterhaltungsraum? Ja, so kann man Kopfschmerzen auch loswerden. Oh, what the? Okay. Das macht Matthäus. Zielsuchende Geschosse. Warum ist das hier so pink? Boah, diese Knarre ist ja mal gar nichts wert. Diese Strobe Lights, die nerven. Oh, okay. Da brauchst du aber echt Platz dafür, damit der Teil auch wirklich effektiv benutzt werden kann und nicht die ganzen Geschosse an der Wand landen. Die stehen hier alle jetzt auf, okay.